Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Jetzt zum Außenspiel in München. Und wir müssen ein bisschen was umstellen, denke ich mal. Also ich würde es gerne weiter zu Hause lassen. Schindler für Rhein, Matteln kommt natürlich für Hildebrand. Ja, ist ein bisschen riskant ohne Ersatztorwart. Mein Glück verletzt sich wahrscheinlich genau jetzt Wiedwald. Aber ich muss für alles gewappnet sein. Notfalls stelle ich mich selbst ins Tor. Das wird dann eh nix. So, grandios vorbeigeworfen. Und ja, schauen wir mal, ob wir uns so gut schlagen wie im Hinspiel. Wo wir dann 4-2 gewonnen haben. Verdient. Aber ich glaube nicht, in München ist das nochmal eine andere Sache. Schicken, komm. Und es gibt Ecke, glaube ich. Was? Doch nicht. Ich dachte, der Bayern-Spieler hat geklärt. Ich weiß gerade nicht, wer mit dran war. Schweinsteiger. Schön. Wie soll hatten. Immer schön jetzt gegen Bayern langsamer Spielaufbau. Lücke suchen. Manchmal keine Lücke haben. Ball. Und jetzt. Schön. Ah. Schön. Ach. Bisschen fester. Spielt Rode eigentlich jetzt gerade bei Bayern? Also hier bei FIFA. Er wird wahrscheinlich eh eingewechselt, denke ich. Nein. Schön. Otschipka. Was? Ich habe ihn berührt, oder? Warte. Okay, sorry, ich habe ihn noch berührt. I'm so sorry. Das sah so aus, als hätte ich ihn vorbeigekretscht. Ich nehme alles zurück. Oh. Ja, jetzt haben wir gerade noch ein bisschen Glück, ein bisschen viel Glück. Ah, ja. Schön. Fuck you, ey. Ja, es war abseits. Habe ich aber im Abschied schon gesehen. Ich wollte aber trotzdem mal weiterspielen. Haben wir Glück, dass die Bayern gerade die Chance nicht nutzen. Allen voran Thomas. Schön. Sehr schöner Ball. Ah, ich hab mir selbst spitz gemacht. Das war doof. Der eine Schritt zu viel dann. Schuss, komm. Der ist abgefälscht und der ist drin. Ich weiß nicht, wer das Tor gemacht hat. Nein, Golan. Wir hatten abgefälscht. Ich glaube sogar in Frankfurt hatten abgefälscht.
Nee, doch nicht. So, da führen wir bei Bayern 1-0. Und nun? Eine Stunde lang jetzt den Ball nur noch rausschlagen. Also das heißt ein bisschen spät ab, weißt du? Nicht allein aufs Tor zu laufen. Zumindest auf dem Flügel. Bitte eh abgepfiffen auch. Schön. Ha, ich wurde gehabt, direkt nach oben gedrückt. Schade. Nicht ganz geklappt. Weil der wäre dann komplett frei gewesen. Und Pässe kommt bei mir mehr an als bei den Bayern, also scheinbar nicht überall. Ach, stark. Schön, bei Sicherheit. Oh, aber der war katastrophal, Chipka. Nein! Ja, faul, bin ich gut. Schön. Wollen wir? Oder auch nicht? Ja, das gewinnt nämlich Kopfballduell. Das gibt's nicht. Der Pfeil steht aber kleinlich. Ach, schade. Ne. Alter, bleib im Tor, Wiedwald. Bleib in deinem Tor. Schön. Mal raus! Huiuiui. Das war jetzt wieder knapp. Und ja. Unzufriedene Fans hört man. Aber nur auf Zeiten der Münchner natürlich, der Heimmannschaft. Die Auswärtsfans sind mehr als zufrieden. Und Robben kommt für Thomas Müller. Ja, das hier da. Bayern kann sogar Robben als auf die Bank sitzen. Das zeigt auf jeden Fall die Stärke. Alter. Das ist aber auch ein Foul. Egal, haben wir. Schön. Schöner Flügelwechsel. Aber der ist ein bisschen zu lang. Ja. Wir müssen hoffen, dass Bayern bald aufmacht, damit dann die Räume nutzen können.
Ach ja, ja, es war ein Fall, das war. Ist auf jetzt. Ah, schade. So, aufpassen. Oh, die kriegt... Nee, die Einsatz war blöd. Ach, Gott sei Dank. Schön. Wir müssen einfach mal mit so Bällen probieren. Abseits. Bringt Zeit, finde ich gut. Ah, schade. War nicht abgefälscht. Aber stark gemacht. Und da kriegen die Ball irgendwie hin. Zum Gestochere. Setzt sich da gegen 4-5 Mann durch. Schön. Schuss. Schade. Das Beste gewesen, so eine perfekte Antwort. Lahm raus, Alonso rein. Okay. Alter, lass doch laufen. Der ist ja auch nicht zum Ball gegangen. Egal. Arme. Bis zu ihm. Immer wieder. Es geht. Stark ist bald. Alter, er hat mich da gerade gehalten. Schuss, Tor. Ja, auch wenn es assi ist, wenn ich da runter spiele. Aber ist mir scheißegal. Tor ist Tor. Und Valdez in der 84. 1 kalter Konter. Ich schaue uns das nochmal an. Wenn sich Ribéry aufregt. Gut rausgespielt. Okay, man sieht nur die letzte Szene. War ja klar, aber... Okay. Gut die Lücke gesehen. Aber davor gute Übersichtsspiel. Und gesehen, dass die komplette linke Seite frei ist.
Schön. Einfach Ball nach vorne. Irgendwie hoffen, dass dann so irgend so einer durchrutscht. Ecke. Was gibt's denn hier? Mal gucken, ob der Neuer jetzt mit nach vorne kommt. Nein, Neuer bleibt noch im Tor. Schön. Oh, der Neue, da ist er ja. Der schnell ein, der schnell einkommt. Ah, zu spät schon. Ah, schade. Aber der Ball ist da. Oh, riskant von den Bayern gerade. Komm, hol dir. Stark. Boah, ich krieg die Ball gerade nicht raus. Ja. Jetzt gibt's eine Freistunde und jetzt könnt ihr neu nach vorne kommen. Nein, immer noch nicht. Das ist nicht wahr, wollte ich sagen. Und er pfeift ab. Wir gewinnen in München 1-2. Es ist unglaublich. Egal, ob jetzt verdient ist oder nicht. Wir haben gewonnen. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Geil. Einfach nur geil. Dementsprechend sind wir im Moment Elfter. Haben 35 Punkte. Und Wolfsburg hat nur 40. Ja, das setzt sich schon ein bisschen ab. Aber mittlerweile ist das Platz 6 möglich. Ist erst möglich. Und vielleicht sogar gegen Hertha, wer weiß. Aber gegen die spielen wir am vorletzten Spieltag, meine ich. Aber in Berlin. Aber was wollen wir denn mehr? Wir haben uns jetzt so von unten weggesetzt. 35 Punkte sollten jetzt für den Klassenerhalt reichen. Aber man sagt immer 40. Aber ich sag 35 Punkte, das ist in Ordnung. Mehr ist in Ordnung. Und jetzt ist es fast so wie eine Realität, wenn man es jetzt mal anschaut. Zumindest von Platz 14 bis Platz 6 kann mit 2-3 Siegen alles passieren. Ist ja fast so auch in Real Life, als dann nur geht es noch weiter runter. Und bis Platz 7, glaube ich. Aber die setzen sich ja auch alle ab. So, aber weiter hier. Nächstes Spiel ist, glaube ich, gegen Dortmund. Ah ne, wir haben ja München gespielt. Erst gegen Gladbach und dann in Dortmund. Also zwei schwere Spiele, zumindest gratis in Dortmund. In Gladbach ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber auch nicht zu unterschätzen. Und mal schauen, wie es danach aussieht in zwei Spieltagen. Bis dahin und ciao, ciao.